Nicht eigentlich, sondern wir sind die führende Firma halt auf dem Bereich in der ganzen Middle East. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenck, die Immobilienmaklerin, und heute darf ich dich begrüßen zu unserer Expertenrunde. Dafür habe ich mir Julia aus Dubai eingeladen. Herzlich willkommen. Hey. Und einmal den Nico, auch aus Dubai. Herzlich Hallo. Willkommen. Die beiden sind Unternehmer. Ihnen gehört das Unternehmen Creative 971 in Dubai. Und heute werden wir mal ganz kurz drüber sprechen, was haben Sie eigentlich die letzten Monate erlebt? Denn mit Julia hatten wir schon mal ein Interview, direkt in Dubai hatten wir ein Gespräch. Und ich will natürlich wissen, was ist seitdem alles passiert? Welche Weichen müssen jetzt gestellt werden, um auch weiter in der Zukunft zu wachsen? Und ich freue mich natürlich auch auf den Input von Nico, denn Nico ist absolut technikaffin, aber auch im Sales-Bereich unwahrscheinlich attraktiv für euch. Also deswegen freut euch jetzt auf einen gemeinsamen Talk. Wir haben also eine kleine Expertenrunde heute vorbereitet mit verschiedenen Themen, und höchstwahrscheinlich entstehen sogar mehr Videos, weil wir so viel Content heute bieten wollen. Deswegen schaut euch auf jeden Fall alle Teile unserer Videos an. Wir starten jetzt einfach mal ganz kurz mit der Julia. Julia hat also im vergangenen Video, könnt ihr auch gerne nochmal im YouTube-Channel schauen, sich im Detail vorgestellt. Julia kommt lustigerweise, genauso wie ihr Bruder Nico, aus Karlsruhe gebürtig. Und noch mal ein ganz kurzer Abschnitt von ihr, aus ihrem Leben, was sie gemacht hat. Nur falls du zum Beispiel zugeschaltet bist oder falls du das letzte Video nicht kennst. Julia, erzähl noch mal kurz zwei, drei Sätze zu dir. Ja, alright. Also alle, die mich jetzt schon gesehen haben, hallo. Wir hatten ja in Dubai lustigerweise unser erstes Video und jetzt praktisch von der Hometown in Karlsruhe. Also was du ja auch schon gesagt hast, Nico und ich sind praktisch Eigentümer der Firma Creative 971. Wir haben vor circa 3 Jahren, würde ich sagen, angefangen und die Firma dann praktisch Schritt für Schritt praktisch hochgezogen. Was wir machen, sind Webseiten, Webdesign, Webdevelopment an der Plattform Shopify und Shopify Plus. Und wir sind eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern wir sind die führende Firma halt auf dem Bereich in der ganzen Middle East. Und und jetzt zu Besuch in Karlsruhe. Sehr gut. Also wenn du mehr Informationen haben möchtest zu Julia, guck dir auf jeden Fall das letzte YouTube-Video einfach nochmal an. Nico, jetzt zu dir. Erzähl mal. Ja, auf jeden Fall. Es ist echt super, wieder in Karlsruhe zu sein. Ich war das letzte Mal hier vor circa 4 Jahren. Und ja, natürlich ist es super, jetzt auch bei dir zu sein und die deutschen Planungen zu planen, sagen wir es mal so. Ich bin der Bruder von der Julia, bin 29 und wir haben seit, ja, wie sie gesagt hat, seit circa 3 Jahren unsere Firma successful aufgebaut in Dubai und sind jetzt natürlich auch dran zu schauen, dass wir expandieren. Wir haben jetzt verschiedene Schwierigkeiten, wo wir auch drüber reden werden, wie man eventuell ein Unternehmen skaliert und eben größer macht und verschiedene, ja, Hurdles oder verschiedene Probleme eben haben, wo es jetzt nicht mehr nur darum geht zu sagen, okay, man möchte eine Firma anfangen und ist eben alleine oder zu zweit und arbeitet zu zweit als vielleicht Selbstständige, sondern eher die Probleme, wo man sagt, man wächst und braucht eben gute Personal und eben auch eine Struktur, damit man eben schneller wachsen kann und besser wachsen kann. Und ja, natürlich werden wir auch viel erzählen von Sales selber, weil eben E-Commerce 100% Sales-driven ist, eben über eine Webseite, nicht jetzt eine Person, eine persönliche Interaction. Aber ja, es ist gut, wieder in Karlsruhe zu sein und ich freue mich auf unsere Runde. Vielleicht an dieser Stelle noch mal kurz zu Julia. Julia hat selber auch schon als Immobilienmaklerin gearbeitet in Dubai, ne? Und jetzt vielleicht zu dir, Nico. Was ist denn deine Historie? Also Julias Historie, ihren Lebenslauf, den kennen wir schon aus dem letzten Video. Aber was ist deine Historie? Was hast du beruflich gesehen gehabt, bevor du ein eigenes Unternehmen gegründet hast? Also hier in Karlsruhe, wie gesagt, wir sind aus Karlsruhe. Das war von meinem Vater ein Unternehmen. Ich habe elektrotechnische Lehre eigentlich gestartet. Und wir sind dann nach Dubai, sind komplett in den Sales gesprungen und waren eigentlich nur noch im Verkauf tätig, weder es war Immobilienverkauf oder es waren andere Verkaufsgeschäfte, und haben da eben auch einiges gelernt.
dann bin ich persönlich eben wieder zurück zu der Leidenschaft für die Computer, fürs Internet, für das eben enorme Wachstum von E-Commerce und dem digitalen Background, was ich natürlich auch schon hier teilweise hatte. Und haben dann eben angefangen zu sagen, man nimmt lieber ein Stück oder geht lieber ein Stück zurück und verwirklicht die eigenen Träume oder die eigentliche persönlichen Wünsche, wo wir dann eben versucht haben, ich glaube, das ist schon 4 Jahre zurück, bevor wir überhaupt angefangen haben mit der Firma, auf einer selbstständigen Bahn oder auf eben einer Freelance-Bahn anzufangen. Und es hat super geklappt. Es war dann mehr Online, E-Commerce, Webdesign und auf der Plattform Shopify, die kaum bekannt war in Dubai. Mhm. Und wir jetzt mittlerweile ja, seit 3 Jahren die Firma haben und unser größten Unternehmen Middle East geworden sind in Bezug auf die Plattform Shopify im Enterprise-Geschehen oder im Großkundenraum. Wir das sind regionale Unternehmen oder Brands in der Middle East oder auch eben internationale Brands, die wir jetzt auch nicht sagen können, aber bald launchen, wenn wir natürlich dich auch auf dem Laufenden halten. Und ja, es ist sehr, sehr motivierend, wenn man wirklich was Eigenes hat, aber man kommt dann an eine Stelle, wo man eben wachsen will oder sollte oder muss. Und da ist es eigentlich, wo es gehapert hat oder persönlich auch sehr viel abverlangt hat, umzudenken, selber zu wachsen, selber zu lernen. Also wie wir jetzt gesagt haben, wenn die meisten Leute sagen, okay, sie möchten sich selbstständig machen, sagen wir, ja, total, macht es und seid dabei. Aber dann kommt es an eine Stelle, wo ihr eben wachsen müsst, euch schulen müsst oder eben an Mentoren glauben müsst, wo man einfach das Knowledge bekommt. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir hätten jemanden, der in einem gleichen Bereich sich selbstständig machen möchte, wir haben vielleicht 6, 7, 8 Monate auf die harte Schule das gelernt, wie man es dann navigiert oder wie man es schlau macht oder eben sich Zeit spart. Deswegen sagen wir, wenn wir jetzt auch in der Expertenrunde sind, das ist auf jeden Fall was, wo man dann eventuell bei Büchern lesen kann oder wirklich was investiert und sich ein Online-Training kauft. Das sind dann eben die ganzen Geschichten, wo man sich einiges an Zeit spart und professioneller wird und schneller wird. Und das sind die Sachen, wo wir jetzt auch mittlerweile zusammen aufbauen. Ja. Und eben auch in der Region von UAE oder von Dubai eben auch viele Events machen. Wir arbeiten mit dem Government zusammen in Dubai, mit der Regierung. Wir haben Verträge unterschrieben, wo wir wirklich fast jede 2 Monate Events planen. Wir haben zwischen 100 zu 200 Leute, die alle sich selbstständig machen möchten. Mhm. Bei uns ist es egal, ob sich die Leute selbstständig machen möchten in der Region von Fashion oder von Kleidung oder von Accessories oder Jewelry, also Schmuck. uns ist es eigentlich egal, weil es im Endeffekt, das ist Verkauf und dann läuft es eben in eine Schiene. Und das muss eben geschult werden, weil viele denken, okay, ich mache einfach eine schöne Website, die ein paar schöne Farben hat. Mhm. Aber so läuft es dann eben auch nicht. Und ja, es ist eine sehr, sehr aufregende Zeit. Es ist immer noch sehr aufregend. Es ist super, hier zu sein in Deutschland. Wir planen einiges in Deutschland. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Also zusammengefasst ist es quasi so gewesen, dass du zwar eine technische Ausbildung absolviert hast, aber die Vorkenntnis, die du hast oder hattest, hat dir eigentlich gar nichts in Bezug auf das Unternehmen gebracht, oder? Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Korrekt, eigentlich stimmt es zu 100%. Es war eher so, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, was ich möchte. Ich habe jetzt in dem Sinn kein Hobby oder ich habe jetzt nichts, wo ich persönlich hatte, wo ich weiß, okay, das ist jetzt die Schiene, wo ich mich vielleicht verwirklichen möchte, was mir Spaß macht. Also bin ich mehr in die Region gegangen, wo eben meine Leidenschaft war. Es war eben am Computer, es war am Internet, es war eben die Optimierung, es war eben Geld zu verdienen, wo man weiß, okay, ja, man müsste eben in die Richtung was machen. Und dann hat sich es eigentlich lustig angebahnt über verschiedene Freunde, die gesagt haben, ich brauche eine E-Commerce-Seite und wir wollten eigentlich online gehen, weil es eben in Dubai jetzt sehr, sehr am Boomen ist oder eben weltweit sehr am Boomen ist, es online E-Commerce-Webseiten oder E-Commerce-Apps. Und so hat sich das eigentlich angefangen. Also Fazit ist, die Ausbildung oder die Schulausbildung, die ich jetzt hatte, brauche ich überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, weil wir sind jetzt an verschiedenen Regionen angekommen, wo wir eben Sachen brauchen, die weitaus größer sind, als was du überhaupt in der Schule lernst. Julia hat Abitur, ich glaube, die wird mir dann trotzdem recht geben, wenn man sagt, man hat eine schulische Ausbildung und möchte natürlich in eine Region rein, die wo man sagt, man möchte eben ein Anwalt sein, man möchte ein Arzt sein oder in die Region, natürlich sollte man es machen, aber bei den klassischen Berufen, aber wenn man jetzt sagt, wir in unsere Schiene, das ist zu neu,
alles, was wir brauchen oder was im Online-E-Commerce-Business abgeht oder wie es eben strukturiert werden muss und wie man umdenken muss, ist zu neu. Es wird überhaupt nicht geschult. Es gibt keine Klassen, es gibt keine Schulklassen dafür, es gibt gar nichts dafür. Ja, ja, also du hast jetzt gerade gesagt, es ist einfach zu neu, dieses ganze Thema. Bei uns in der Immobilienmaklerbranche ist es tatsächlich auch so, dass in der Schule oder auch in der Ausbildung am Ende in der Schule andere Dinge kommuniziert und beigebracht werden, als die Realität jetzt wirklich ist. Oder es sind alteingesessene Lehrer, die konservativ sind, die von diesen ganzen neumodischen Techniken oder auch richtigen Verkaufstechniken heutzutage überhaupt gar keine Ahnung haben. Also es bedeutet nicht nur, das Schulsystem, auch in Deutschland, muss da definitiv mehr praxisorientiert sein, sondern auch die Ausbildung. Und deswegen hast du ja auch echt schön gesagt, muss man einfach auch sich Mentoren suchen, sollte man vielleicht Online-Kurse machen oder auch Bücher lesen, um sich da weitergehend einfach zu entwickeln, ne? Also das sehe ich persönlich genauso. Ich sehe jetzt also in meinem Bereich das Thema Mentoring für Immobilienmakler. Kenne ich jetzt auch so großartig niemanden außer mich, der überhaupt sowas anbietet, der aus diesen innovativen Dingen, die man eigentlich machen kann, diese ganzen Tools, die gibt es in der Schule gefühlt noch gar nicht. Ne? Jetzt hattest du gesagt, du wolltest damals dann doch nochmal umswitchen und wolltest deinem Traum nachgehen. Bedeutet das gleichzeitig, du bist aus einem lukrativen Verdienst rausgegangen, um deinen Traum zu verwirklichen, um ein Unternehmen zu gründen und bist ja auch proaktiv einen Schritt zurückgegangen, was das finanzielle Einkommen anbelangt? Oder wie stelle ich mir das vor? Ich würde eher sagen, ich habe gearbeitet als Direktverkauf in Dubai, also es war auch Immobilienmakler im direkten Sales, dann war es Telefonsales, was natürlich sehr, sehr hart ist. Ich habe zu der Zeit erkannt, okay, dass die Wege zu alt sind, würde ich mal sagen, dass es eben eine neue Region gibt, was E-Commerce ist. Und ich habe mich persönlich da eben belesen und habe gesagt, okay, es gibt verschiedene Agencies wie unsere in Kanada, in Europa, in UK oder natürlich auch jetzt in USA, wo man sagt, okay, es sind kleine Agencies, weil die Plattform oder die E-Commerce-Plattform Shopify eben zu neu ist und die hat ein ganzes Ecosystem dahinter. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist was sehr, sehr Schlaues mit der Julia, das ist wie gesagt von 4 Jahren zurück. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen es. Ich wusste persönlich, okay, es ist was sehr, sehr Interessantes, es kann natürlich was werden. Wo Julia dann auch gesagt hat, ja, von dem ganzen Marketing-Hintergrund eben auch. Und der Traum oder das eigene war eigentlich mehr, was Eigenes aufzubauen, was Eigenes zu haben in der Region Internet, Computer. Aber was endlich bei rauskam, sind wir mittlerweile auch sehr, sehr positiv überrascht sozusagen und ja, brauchen jetzt eben andere Support. Ja, heißt das, ihr habt letzten Endes zusammen entschieden, ihr macht euch jetzt selbstständig oder aus welcher Laune heraus ist das passiert? Das war, so wie Nico sagt, wir hatten bekannte Freunde. Ich hatte damals, glaube ich, auch noch an einem Projekt gearbeitet. Das hatte ich auch, glaube ich, in einem Video erzählt. Da war auch lustigerweise Natalia, über die du ja auch noch ein Video gemacht hast, auch noch irgendwie mit einbegriffen. Und ich hatte dann einfach eine Webseite, wo ich mir dachte, ich fange jetzt an, ein paar Sachen zu verkaufen, so aus Deutschland raus. Und natürlich habe ich das technische Wissen nicht, das Nico hat. Dann habe ich gesagt, du, helf mir doch mal. Und wie gesagt, das hat sich dann so eins zum anderen getan, dass halt auch Freunde gesagt haben, du, pass auf, wir wissen, was ihr da macht oder ihr habt jetzt eure Webseite gemacht, jetzt helft mir doch, könnt ihr nicht auch bei mir mit der Webseite helfen? Und ich hatte lustigerweise, bevor ich überhaupt die Firma anfangen konnte, damals die Sachen zu verkaufen, hatten wir mehr Anfragen, Webseiten zu bauen, wie ich eigentlich Business-Zeit hatte, in die Firma zu investieren. Und dann hab ich mit Nico gesprochen und wir haben gesagt, du, pass auf, wir müssen den Moment nutzen, weil manchmal ist es auch so und das wirst du vielleicht auch gemerkt haben, du planst Sachen und du bist unglaublich und ich will jetzt das und Case Study hier und ich guck mal da und was im Endeffekt dabei rumkommt, ist eine ganz andere Richtung und entweder sagst du, nee, ich halte an dem fest oder nee, ich gehe jetzt in die Richtung, die dann praktisch mir schon da liegt, also die Leute dann wirklich schon da waren und dann haben wir uns halt entschieden, zusammen den Weg zu gehen und zu sagen, ja, jetzt ist es ein guter Kick-off, praktisch Zeitpunkt, um das zu machen. Okay, und wart ihr da schon in Dubai oder wart ihr da noch hier und warum seid ihr überhaupt nach Dubai? Da waren wir schon in Dubai, ja. Also ich bin jetzt circa 8 Jahre in Dubai, ich war damals über ein Franchise-System im Immobilienbereich hier und dann halt bei dem größten Immobilienmakler oder also Bauträger in Dubai und so hat dann halt praktisch meine Reise angefangen und
Ja, und während man dann halt arbeitet, stellt man halt fest, okay, wir möchten halt schon was in die eigene Richtung haben. Eltern sind Unternehmer und da war halt immer so der Gedanke da, wir müssen halt schauen, dass wir halt schon uns irgendwo was aufbauen. Mhm. Und ja, so, es hat wirklich das eine hat sich das durch das andere ergeben, weil man halt gesagt hat, okay, man traut sich und man macht halt mal die Schritte. Ja, das heißt, wie viele Jahre arbeitet ihr jetzt schon gut und erfolgreich zusammen? Circa drei Jahre. Ja, also wir hatten ein halbes Jahr. Offiziell drei, aber wir haben da eben schon zuvor das eben auf Freelance-Basis irgendwie gemacht und geschaut, ob das funktioniert eben für Freunde oder Familien. Mhm. Und ja, ich habe praktisch so Markt-Research gemacht und auch, wie sagt man halt, solche Mystery-Shopping, dass man halt sieht, was hat jetzt zum Beispiel, wo hat jetzt einer eine Lücke, wo man zum Beispiel ansetzen kann und warum ist jetzt zum Beispiel die Plattform, wo wir arbeiten, Shopify, warum war da nie jemand davor da, der das gemacht hat und vielleicht haben die das anders angegangen. Und da haben wir halt unsere Sachen praktisch, sag jetzt mal, zusammengenommen und haben gesagt, so Schritt für Schritt analysiert und was macht Sinn und wie können wir es aufziehen. Und natürlich hat sich das dann alles noch so nach links und nach rechts verschoben, würde ich sagen, aber der Grundgedanke oder die Grundstruktur, die war da. Okay. Vielleicht mal einen kurzen Schritt zurück und ein bisschen ins Persönliche rein. Habt ihr als Unternehmer, aber auch als hoffentlich ausgeglichene Privatperson Morgenrituale? Vielleicht kurz zu dir. Ich würde sagen, der ganze Mind oder die ganze Mentalität hat sich total geändert, weil man eben verschiedene Verantwortung hat, verschiedene Ziele hat. Man weiß, man macht es für sich, man ist nicht mehr Angestellter, wo man eventuell sagt, okay, ich kann jetzt alles ausmachen und ich gehe nach Hause und kann relaxen. Deswegen ist es sehr wichtig, früher ins Bett gehen, weniger Alkohol trinken, eben früh aufstehen, Sport machen, gesunder ernähren. Das ist natürlich mehr in den Vordergrund gekommen, weil man es eben wirklich mental oder körperlich gemerkt hat, weil wir schon die ersten zwei Jahre extrem viel gearbeitet haben, bis man natürlich zu der Region kommt, wo man sagt, okay, man kann es sich leisten, verschiedene Leute einzustellen und größer zu werden. Deswegen würde ich sagen, ja, Sport, gute Ernährung, mehr ausgeglichen sein und natürlich auch versuchen, an einem freien Tag das Handy wirklich wegzulassen und ein bisschen zurückschalten, dass man nicht immer präsent sein muss, weil es ist wichtig, ansonsten brennst du aus oder wirst du auch verrückt. Ja. Und wie oft machst du Sport in der Woche? Also ich bin jetzt nicht Bodybuilding oder irgendwas tätig, aber einfach im Sport eventuell joggen oder rumkommen. Ein bis zweimal würde ich sagen. Ja. Okay, und wie ernährst du dich? Das ist lustig. Also ich versuche mich natürlich gut zu ernähren, aber ja, meistens sind es morgens, denke ich, Haferflocken und dann mittags eventuell Puter, dann Steak und abends mehr Salat. Ja. Salat oder Hähnchenbrust mit Salat, wo eben was Leichtes ist. Ja. Okay, sehr gut. Und um einfach ausgeglichen zu sein, findest du Sport gut, Handy ausmachen und mal zur Ruhe zu kommen? Ja, wie gesagt, das Familiäre ist ja trotzdem noch in der Firma erhalten. Deswegen weiß man, okay, wenn man zusammenarbeitet, sieht man ja die Schwester oder ist man im sozialen Kontakt. Deswegen ist es sehr leicht, in irgendwas reinzuschlittern, wo man eben zu viel arbeitet. Ja. Und man muss eben natürlich da ein Stück zurücktreten. Das haben wir lernen, oder ich persönlich habe es lernen müssen, weil ich gedacht habe, okay, umso mehr man arbeitet, desto mehr kommt raus. Aber eigentlich ist es nicht so. Das sind eben auch Sachen, wo man leider nicht mitbekommen hat. Man hat es natürlich von den Eltern sehr gut mitbekommen, aber wenn man selber wirklich da drin steckt und muss mit seinem Kopf oder mit seinen Sachen arbeiten oder der Firma arbeiten, ist natürlich was anderes. Okay, und wie sieht das bei dir aus? Also persönlich, fangen wir erstmal damit an. Persönlich, ja. Ich denke, ich hatte, glaube ich, da schon mal in einem anderen Video erzählt, aber ich sage das nochmal ganz kurz, weil das hat sich nach wie vor nicht geändert. Also ich stehe morgens früh auf, es ist nicht mehr 5.30 Uhr, es ist irgendwie zwischen 6 und 6.30 Uhr. Ist aber auch ganz launebedingt, weil ich stehe schon gerne früh auf. Ich habe gern morgens die Ruhe, ich habe auch gern morgens viel vom Tag. Jetzt nicht, dass ich mich morgens gleich an die E-Mails setze wie eine Wilde, sondern eher so die persönliche Ruhe und den Ausgleich. Und dann einfach mit einer Meditation anfangen und dann manchmal so ein bisschen, also Meditation jeden Tag, aber zum Beispiel jetzt Journaling oder halt einfach ein paar, sag jetzt mal, Ziele aufschreiben, das mache ich dann eher mal ein bis zweimal die Woche, damit man halt sieht, was hat man erreicht, was nicht. Weil ganz wofür wichtig, steht man eigentlich auf jeden Morgen? Genau, und es ist einfach auch irgendwie wichtig, weil alles, was man aufschreibt oder was man sich manifestiert, das ist ja praktisch eigentlich auch das, wo man sieht, okay, wann tritt das ein, in welcher Form tritt das ein, und das ist halt schon manchmal lustig zu sehen, wenn man sich da halt positiv drauf einstellt, was sich da eigentlich dann noch verändern kann und dann eigentlich auch wie Nico positiv denken oder halt durch die Ernährung, durch Sport / Yoga. Also ich habe jetzt da auch mehr
im Yoga-Bereich, wo was ich echt merke. Was ist das? Slash Yoga? Also Sport slash Yoga. Also. Also ja, du weißt ja, ich war ja ziemlich lange unterwegs mit Extremsport, ja, wie jetzt Endurance oder einfach wie dann mit Distanzritte oder Pferdedistanzritte und ja, eigentlich trotzdem noch Pferde oder Reiten, aber halt auch mehr jetzt so in den Sport oder eigentlich mehr das Training vom Kopf eigentlich. Mhm. Was ja Yoga dann eher in die Richtung geht, wie jetzt nur körperliche Anstrengung. Ja. Okay, also zusammengefasst findet ihr es wichtig, dass man nicht nur hart arbeitet und immer dieses Gefühl hat, je mehr man arbeitet, desto mehr bringt es, genau, sondern wirklich auch beide haben so dieses Thema Sport, Ernährung und so ein bisschen auch mal zurückziehen aus dem Arbeitsalltag. Genau. Okay. Genau. Und habt ihr auch Rituale als Unternehmer, zum Beispiel, weiß nicht, Wochenmeetings oder wöchentlich guckt ihr euch die Zahlen an oder ihr guckt jeden Tag einmal drüber, was ist eigentlich heute alles an Erfolgen gewesen, was waren Misserfolge? Habt ihr da irgendwelche Rituale? Ja, also wir haben einmal wöchentlich, bei uns fängt ja die Arbeitswoche sonntags an, das ist ja meistens wie montags dann in Deutschland. Ja. Also wir haben morgens jeden Sonntag ein Meeting, eine Stunde lang. Da setzen wir uns irgendwo auf einen Kaffee mit dem Team, einfach so durchbesprechen. Außerhalb vom Büro auch? Oder? Manchmal innerhalb vom Büro, manchmal außerhalb. Also es kommt dann relativ auf die Laune an. Jetzt wahrscheinlich innerhalb des Büros während Ramadan, aber ansonsten ja auch manchmal außerhalb. Ja, wir sprechen einfach durch, was steht an für jeden, was ist so die Vision für uns als Firma oder als Team, damit auch wirklich jeder versteht, ich rufe jetzt nicht eine Liste an von Leuten und verfolgt die jetzt ab, sondern dass man halt auch versteht, warum machen wir das und dass man sich halt praktisch als Teil des Ganzen fühlt und nicht so, ja, ich bin jetzt jemand, der halt gerade im Ende der Firma einfach nur jetzt irgendwie einen Schalter drückt und das war's. Ja, ich glaube, hier entstehen auch echt viele Fehler von Selbstständigen, die gerade Mitarbeiter einstellen, weil sie einfach immer nur Teilaufgaben weitergeben und sagen, hier mach mal oder hier jetzt ruf mal den an und denkst du noch an das Exposé und denkst du noch da und dir und dort und mach aber noch diesen Stapel und die Leute verstehen gar nicht, was jetzt eigentlich Priorität hat. Die Leute wissen gar nicht, warum es jetzt wichtig ist, es zu machen und dann haben sie auch relativ schnell so ein überfordertes Gehirn so gefühlt und meistens sind dann auch die Mitarbeiter relativ unglücklich. Ja, aber also mir ging das im Immobilienbereich so auch, als, egal ob Dubai oder Deutschland kann ich nicht beurteilen, aber Dubai, das war halt immer so, hier ist deine Liste, es sind 90 Leute, jetzt ruft sie alle mal heute an. Dann dachte ich mir so, nee. Ja, weil im Endeffekt, du weißt nicht, sind das 90 Leute, die mal kurz fragen, was ist da das neue Gebäude, sind die qualifiziert, sind die nicht qualifiziert? Und dann haben wir halt eigentlich praktisch oder so draus gelernt aus dem, was du halt überhaupt oder was wir halt überhaupt nicht an dem Alltag in einem Geschäft mochten, dass wir das halt so verpackt haben und zu sagen, pass auf, nee, so arbeiten geht nicht. Also dieses stupide Abtelefonieren von irgendeiner Liste, das macht eigentlich keinen Sinn. Also was uns wichtig ist, unsere Arbeitnehmer müssen uns verstehen, warum sie was machen. Und dann machen die das auch oder denken drüber hinaus. Also wir hatten jetzt auch den Fall, weil wir jetzt in Deutschland sind, ist man dann halt immer so hin und her an den E-Mails oder an den Messages. Aber man ist halt nicht da. Ja? Und dann kommen halt manches Feedback vom Kunde zurück, wo der sagt, okay, da hat Person X hat jetzt zum Beispiel was erkannt oder was vorgeschlagen, wo wir jetzt nicht unbedingt dem Angestellten gesagt haben, aber halt aus Eigeninitiative kam. Und dann merkt man halt schon, okay, das geht in die richtige Richtung. Aber man muss auch dazu sagen, man muss ein Stück weit Vertrauen einsetzen. Und das ist, weiß nicht, als Deutscher vielleicht dann doch ein bisschen schwieriger. Aber wenn man das mal zulässt und man sieht, es geht in die richtige Richtung, dann weiß man, dass man darauf aufbauen kann. Das ist, denke ich mal, das war schwierig für mich. Also für mich persönlich war das schwierig, das aus der Hand zu geben in der Richtung. Ja. Okay. Und ihr habt ja montags dieses Meeting. Was habt ihr noch für Rituale im Unternehmen? Ja, wir beobachten eigentlich, denke ich mal, zum Ende der Woche haben wir nicht jetzt so ein Meeting, nicht offiziell, aber wir schauen, okay, was hat sich bis dahin getan, was muss man dann praktisch für die nächste Woche noch mit vorbereiten oder was für Initiativen sind. Wie Nico gesagt hat, wir arbeiten ja auch mit dem Government in UAE, also wir sind dabei, zum Beispiel Kurse zu machen. Die haben jetzt ein Sommertraining und wir müssen jetzt halt einen fünfwöchigen Sommerkurs vorbereiten, am besten in Englisch und Arabisch. Also da müssen wir halt schauen, wie wird es strukturiert angegangen, was für verschiedene Ziele. Ansonsten haben wir jetzt keine gefixten Rituale, wo wir sagen, okay, wir gehen jetzt, weiß ich nicht, Mittagessen oder so. Das gibt es eigentlich, da macht jeder irgendwie, was er denkt und es ist eigentlich relativ flexibel. Und wie oft guckt ihr euch die Zahlen des Unternehmens an? Also Umsätze, Kosten, Renditen, Entwicklung? Also ich, das ist ja mehr oder weniger mein Part noch, das auf jeden Fall monatlich.